Wir gehen langsam im Ende entgegen. Die letzte Woche hier in Porto Santo Stefano startet. Wir sind bereits im Teil 8 von unserem Jubiläumsrückblick angelangt. Auch die letzte Woche bringt viel Neues und richtig lustige Momente. Natürlich auch wieder mit neuen Gesichtern und immer noch neuen Ausflugszielen. Wir kommen endlich zum Weidegustieren. Die Villa ist noch einmal bis aufs letzte Zimmer und Bett belegt. Es ist eine tolle Schlusswoche hier in Porto Santo Stefano. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Wochenrückblick Teil 8. Herzlich willkommen, Sammy und Svenja. Direkt im Strandbeizli von Porto Santo Stefano beginnt das Abenteuer. Außerhalb von Office Care verbringen wir tolle Tage mit viel Abwechslung. Es ist immer was los. Das Ganze beginnt super lecker. Spaghetti Vongole und Spaghetti Frutti di Mare und natürlich ein feiner Aperol. Es ist wieder einmal super und nach 7 Stunden Fahrt ein verdientes Welcome. Sammy und Svenja gehören zu den wenigen Gästen, die während ihres Aufenthaltes später sogar Zimmerwechsel haben. Super flexibel und spontan wie immer. Auch in Zimmer Nummer 2 gibt's neue Gäste. Herzlich willkommen Michelle und Silvia. Kurz, aber umso spontaner. Nach 2 Nächten reist Valeria wieder zurück in die Schweiz. Silvia und ich machen Fahrdienst zum Bahnhof Orbetello. Auf der Rückreise gönnen wir uns ein feines Glas Weisswein. Das direkt im Al Pozzarella am Strand. Zu dieser Jahreszeit schon absolut menschenleer. Oder man kann schon eher Schlemmern sagen. Gehört einfach dazu in Bella Italia, im Süden der Toskana. Und dann startet der Ausflug. Heute steht Weindegustation auf dem Programm. Der Bruder vom Brunello. Ganz aktiv und sehr interessiert. Auf der Suche nach einem leckeren Restaurant für den Lunch. Schlussendlich landen wir beim Winzer. Auf geht's zur nächsten Weindegustation. Im Vergleich zur ersten Kellerei hier noch ein süßer kleiner Winzer. Die Reise durchs Innere der Toskana geht weiter. Eine wunderschöne Landschaft und überall wächst Wein, Reben. Wow, war das eine tolle Stimmung. Wirklich wunderschön. Zu Fuß geht's runter ins Dorf. Fast 500 Stufen runter und wieder rauf. Und wir besuchen den Merit und shoppen und genießen einfach. Außerhalb vom Büro gönnen Sammy und ich uns das erste Cappuccino, während Svenja sich verwöhnen.
Ist der Friseur sinnvoll gewesen? Nach zwei Nächten reisen Silvia und Michelle weiter. Sie nehmen das Landesinnere der Toskana unter die Räder. Joko kennt den Ablauf. Schon bald ist er ein routinierter Besucher und dem ganzen Dorf bekannt. Herzlich willkommen Margrit, Fritz, Kathi und Hans-Rudi. Sie brauchen schnell ein Glas Wein, denn die Fahrt war anstrengend und es hat sehr viel geregnet. Da sind sie, Margrit, Fritz und Hans-Rudi. Aber wo ist Kathi? Wahrscheinlich am Fotografieren. Etwas Wein und ein wenig Mineral sind auch noch da. Aber zuerst sollten wir mal was essen. Für den Apero sind Sammy und Svenja zuständig. Der Apero war super gesund und super lecker. Coole Idee. Und wir essen zum ersten Mal im Innern der Villa, im eigentlichen Weinkeller. Nach knapp zwei Monaten schon fast ein normaler Blick, aber ist immer wieder schön, aufstehen und direkt aufs Meer sehen. Zwei Fotografen und eine wunderbare Kulisse. Immer diese Paparazzis. Schon fast dreamlike. Denn am Abend soll es ein Barbecue mit viel Fleisch geben. Toller Platz, um die Sonne zu genießen. Und dann geht's auch schon wieder langsam nach Hause. Aber wirklich langsam, denn der Stopp beim Metzger liegt noch auf dem Weg. Das Fleisch vom Metzger und das Gemüse vom Gemüsehändler, so ist es 8 Wochen zu und her gegangen. Natürlich war Joko immer und überall dabei gewesen. Und ganz klar zum Lieblingsort von Joko ist die kleine Metzgerei geworden bei uns oben im Dörfli. Der Metzger selber zu einem der Lieblingsmenschen, nicht nur von Joko. Ganz sicher aber weit, weit oben auf der Favoritenliste bei Joko. Am 16. Oktober heißen wir Peter sehr herzlich willkommen. Währenddessen in der Villa fleißig gearbeitet und der Barbecue-Abend vorbereitet wird. Die Küche und die Tischordnung wird von den Damen wie immer genial gemanagt. Der Fritz hat eingekauft und die Grillade war super gewesen. An diesem Abend wird es mir aber einmal mehr bewusst, das Abenteuer hier in Porto Santo Stefano geht langsam in die letzte Runde. Die letzten Tage stehen vor der Tür. Am Donnerstagmorgen, dem 17. Oktober, reisen Sammy und Svenja zurück in die Schweiz. Es war sehr schön mit euch, unterhaltsam und sehr abwechslungsreich.
bevor wir uns dann langsam für die Fähre parat machen. Vorbei am Hafen und am Ort Porto Santo Stefano sticht die Fähre bald nach dem Start in See und nimmt Kurs auf Giglio. Drei Mädels unterwegs. Klein Joko ist so müde, aber schon bald müssen wir aussteigen. Giglio Island Hafeneinfahrt. Ziel erreicht. Kathi hat sich hier was Schönes gekauft. Im Vergleich zum Hochsommer ist vieles etwas anders. Aber der Charme, die kleinen Läden, die Idylle und vor allem die Ruhe machen Giglio wirklich schön. Eine der schönsten Überfahrten mit herrlichem Sonnenuntergang war die letzte. Giglio hat gesagt: Ciao, arrivederci. Die unterschiedlichsten Farbspiele. Joko hat wohl einen Fisch gesehen. Kurz vor der Hafeneinfahrt in Porto Santo Stefano, die letzten Sonnenstrahlen. Und es war die letzte Bootsfahrt auf dieser Jubiläumsreise. Giglio hat sich von uns sowas von schön verabschiedet. Und dann sind auch diese Tage schon wieder um. Am Freitagmorgen, dem 18. Oktober, reisen die vier Senioren nach dem Frühstück ab. Es waren vier sehr schöne und lustige Tage mit euch. Der letzte Tag, der Freitag, ist abgebrochen. Der Peter und ich, zusammen mit Joko, nehmen das letzte Abenteuer in Angriff. Schon die ganze Zeit habe ich gedacht, es wäre mal cool, eine Olivenplantage zu besuchen. Olivenöl direkt vom Winzer. Und Olivenöl direkt vom Fass. Peter übernimmt. 8 Wochen Porto Santo Stefano sind vorbei. Eine Zeit, die schnell vorbeigegangen ist. Viele super Momente, coole Momente haben wir zusammen erlebt. Ihr alle, die Teil dieser Jubiläumsreise waren, haben in den letzten 20 Jahren auf eure Art etwas zum guten Gelingen bei Office Care beigetragen. Die Koffer werden gepackt und alles wird nochmal gründlich durchsucht. Und nun auch noch das letzte Mal waschen. Der letzte Waschtag dauert bis in die Nacht hinein. Die Zimmer werden parat für die Abgabe gemacht. Das Reich von Joko und mir.
und auch das letzte Mal in der Hausbar. Hm, dieser Drink war wirklich super. Und dann ging's ab zur Pizzeria direkt am Hafen und dort gab's viel Wein. Lucia, unsere Fee im Hintergrund. Einmal in der Woche ist sie nach kleinen Startschwierigkeiten im August bei uns gewesen, hat die ganze Villa geputzt, hat einige von uns instruiert, wie man Betten auf Italienisch macht und hat super feine Lasagne gekocht. Die Abgabe der Villa hat perfekt geklappt. Persönlich hat es mich enorm gefreut, dass fast alle unserer Einladung gefolgt sind. Auch das ganze Team ist in Toskana gereist und wir haben neben dem normalen Geschäftsalltag unkomplizierte Stunden zusammen genossen. Das ganze Team? Nein, einer hat gefehlt. Unser Neuzugang im 2019, der Sven. Danke Sven, dass du die Stelle gehalten hast über die ganze Zeit. Du warst in diesen 8 Wochen immer ein sicherer Eckpunkt in allen Telcos gewesen. Wir holen das auf eine andere Art nach. 8 Wochen Porto Santo Stefano. Unsere Jubiläumsreise war ein Erfolg gewesen. Aber ich muss zugeben, so ein Tag in einem kleinen Hotelbetrieb, wenn auch unter Freunden, kann ganz schön anstrengend sein. Homeoffice hat wenig Platz, vor allem, wenn der eigene Anspruch hoch ist. In der Villa essen? Okay, aber dann sicher mit 3-4 Gängen. An das können sich sicher alle erinnern. Etwas erleben, ob auf Wasser oder Land, Welcome-Drinks und Schlummertrünke, einkaufen, waschen und ab und zu auch einfach mal sein. Es hat sich gelohnt, mehr als gelohnt. Es ist eine super Zeit mit vielen neuen Eindrücken und vor allem vielen tollen Gästen gewesen. Ich werde noch lange an den Sommer 2019 und an die super Idee mit dieser Jubiläumsreise zurückdenken. In diesem Sinn, grazie mille, ciao, arrivederci, fino alla prossima volta.